die Stadien der Zukunft werden zunehmend multifunktional genutzt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir einfach in Rosenheim noch dazu dieses Stadion haben, das zwischen Landshut und Innsbruck und München und Salzburg damit Abstand größte Versammlungs- oder die mit Abstand größte Versammlungsstätte ist. Das Stadion ist ja in erster Linie kein Eisstadion, ist es schon, aber es gehört dem Steuerzahler. Deswegen soll es eine Heimstätte sein für alle Menschen in Rosenheim. Wir brauchen das alles, um die Kader der Zukunft finanzieren zu können. Denn die erste Mannschaft und der sportliche Erfolg werden letzten Endes das A und O bleiben. Aber du musst es finanzieren können. Also das alles hier, was hier ist, ist selbstredend. Das Umfeld ist selbstredend, die Strukturen sind selbstredend, die Leute hier in Rosenheim, jeder wünscht sich das. Wenn ich jetzt in der Fußgängerzone 10 Leute aufhalte, weil die Urlauber abgezogen, die vielleicht jetzt irgendwo herkennen, aber auch von denen wissen viel, ja. Rosenheim ist Eishockey. Ja, klar. Ist auch so. Wenn ich da vorne 10 Leute aufhalte, dann sagen wir 8, toi, schaut, dass du aufkommst und dass ich endlich mit dem Abstieg klappt. Zum Schluss macht es immer die Mischung. Eine Mannschaft zusammenstellen ist ja ein bisschen wie Suppe kochen. Das hört sich jetzt zwar lustig an, aber du packst halt Zutaten rein, von denen du überzeugt bist und denkst, das passt, das gehört da rein. Nicht 50 Gramm Salz, sondern wir brauchen 150 Gramm Salz und du tust das alles zusammen. Aber ob es dann zum Schluss wirklich schmeckt, das weißt du eigentlich immer erst, wenn du es probiert hast. Michael Knaub, Tyler McNeely, wobei auch ausdrücklich dazu sagen musst, wir holen die nicht irgendwie zum Hauen oder so, gar nicht, sondern wir holen die einfach für körperliche Präsenz. Der Michael Knaub ist ein ganz toller Eishockeyspieler, von dem heute persönlich sehr viel. Ich habe mich narrisch gefreut, dass wir zusammengekommen sind. Und der ist für mich einer, der einfach durch seine körperliche, durch die Größe, die der mitbringt, der körperliche Präsenz aufs Eis bringt, die du halt als Gegenspieler einfach schwer stoppst. Auch ein Travis Oleksuk, den wir geholt haben, den wir bewusst auch geholt haben für das. Wir haben die Wahl gehabt zwischen einem klassischen Scorer. Haben uns aber dann ganz bewusst für jemanden wie Travis entschieden, der einfach auch diese Mittelstürmerqualität, diese alten Mittelstürmerqualitäten mitbringt. Ja. Der ist bullestark, der ist einer, das ist auch einer für die letzten 2-3 Minuten, den du aufs Eis schickst, wo du sagst, da darf es nicht schief gehen, dann bringe ich den mit. Der weiß auch, dass es noch ein eigenes Tor auch noch gibt oder ein eigenes Drittel auch noch gibt. Ja. Es ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. Sportlich muss es immer der Trainer entscheiden, letzten Endes. Der muss sagen, für meine Spielidee brauche ich den und den Mann. Sportlich ist der Coach, der muss wissen, was er braucht und dann darüber hinaus das abzuklären, wie sind die Leute, passen die zu unserem Standort, wollen wir die da haben. Weil, muss ich jetzt auch dazu sagen, wir nehmen halt eigentlich jeden. Die Leute sind Tuschur durch die Bank. Haben die mittlerweile von diesem Rosenheimer Weg gehört? Jeder Spieler, auch auswärtige Spieler, europäisch, also die schon in Europa waren, jetzt ein Oleksuk. Die haben einfach von der Idee gehört. Einen Clemens Breitner habe ich angerufen und sage, Clemens, servus, ich bin der Christian, Vorstand von Rosenheim, ich habe mich gerne mit dir unterhalten, einfach mal ein Ding. Ja, ich höre bei dir. Ich habe das und das und das gemacht. Und eine Halle ist ja mittlerweile, habe ich gehört, der Wahnsinn. Ich war zwar noch nicht da, aber es soll unglaublich sein. Und da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, dass du dann einmal zu jemandem wie einem Travis Oleksuk oder zu einem Clemens Breitner sagst, du wie schaut es aus? Und der sagt, Rosenheim. Wow, toller Standort, tolle Region, tolle Leute. Rosenheim ist Eishockey, hier ist Eishockey-Religion. Wie geil ist das denn?